Der Triumphator von Schladming, Linus, mit dem Blick zurück auf deinen Sieg beim Nachtslalom. Wie hast du diesen Erfolg mittlerweile verarbeitet? Ja, sehr gut. Es fühlt sich sicher, ist nochmal was anderes, wenn man jetzt dann doch schon, also nach Zagreb und auch ja, in Alpo und sagen wir auf dem Podest gestanden, ist es sicher, ist wieder was anderes. Aber es war trotzdem ja unglaublich schön und ja, so richtig glaube ich, ist es auch noch nicht angekommen, was für ein Klassiker ich da eigentlich gewonnen habe und dass das auch vor mir noch kein anderer Deutscher geschafft hat, ja, ist natürlich nochmal extra cool. Nimm uns mal mit in das Rennen, speziell in deine Gefühlswelt. Wie hast du diese beiden Durchläufe, die ja schon grundsätzlich unterschiedlich voneinander waren, erlebt? Ja, waren unterschiedlich und am Ende auch irgendwie doch gar nicht. Aber ich habe in beiden Durchgängen probiert, genau das Gleiche zu machen und wirklich das so um mich herum auszublenden, mich auf mich, mein Skifahren und die Kurssetzung beziehungsweise auf den Hang zu konzentrieren. Und ja, das ist mir da optimal gelungen. Das habe ich schon im ersten gemerkt, dass mir das sehr gut gelingt heute. Und ja, dann kriegt man so den gewissen Riecher für den Tag und merkt einfach, dass da heute richtig was geht und was möglich ist. Und ja, dass ich das in dem zweiten noch mehr so umsetzen konnte, ja, das hat mir extrem viel Freude bereitet. Du hast es schon angesprochen, du hattest diesen Riecher. Gab es diesen einen Moment, als du im zweiten Durchlauf den Hang hinunter bist, dass du gemerkt hast, oh, hier könnte jetzt echt was ganz Großes passieren? Ja, ich habe in beiden Läufen gemerkt, erster wie zweiter Durchgang, dass die sehr gut sind. Im zweiten, der war sicher noch mal ja, ein bisschen schwieriger zu fahren, rein von der Kurssetzung her. Und einfach, ja, dieses, du weißt halt, wenn du da ganz vorne mitfahren willst und um den Sieg auch mitfahren willst, dann darfst du zu keiner Zeit, an keiner Stelle in dem Lauf zurückziehen. Und das sind dann so Sachen, die dir ein bisschen im Kopf umgehen oder an die man denkt, auf keinen Fall zurückziehen, egal was kommt. Und ja, habe ich nicht gemacht und hat sich ausgezahlt. Ja, und nach Schladming ist jetzt vor Peking. Die Olympischen Winterspiele stehen an. Da bist du natürlich auch mit am Start. Würdest du sagen, dass jetzt durch dieses Ausrufezeichen, das du ja ohne Zweifel mit dem Sieg in Schladming gesetzt hast, die Erwartungshaltung für Olympia schon jetzt höher ist als vorher? Ja, wahrscheinlich ist die Erwartung von außen jetzt höher. Ich selber sehe sie überhaupt nicht höher, weil, wie schon gesagt, man sieht, in Kitzbühel wird man 14. Beim nächsten Rennen steht man ganz oben. Und ja, das sind marginale Unterschiede, die dann wirklich ja, diese Differenz ausmachen. Und genauso sehe ich auch Olympia. Und mein Ziel ist es, bei den Olympischen Spielen, beim Slalom, genauso an den Start zu gehen mit demselben Fokus, den ich auch jetzt in Schladming hatte. Und am Schluss, was dann dabei rauskommt, das kann ich nicht beeinflussen. Aber ich bin überzeugt davon, dass wenn ich das hinbekomme, dass es gut sein wird. Letzte Frage. Am 16. Februar steht dann der Slalom bei Olympia auf dem Programm. Wie sehen deine Tage bis dahin jetzt aus? Jetzt ein paar Tage Konditionstraining, das auch mal wieder ganz wichtig ist, so einzustreuen in der Skisaison. Und dann werden wir am Sonntag nach Italien anreisen und uns dort auf China vorbereiten. Hat einfach den Hintergrund, weil jetzt eine Schlechtwetterfront kommen soll und südlich vom Alpenhauptkamm das Wetter einfach schöner ist bzw. besser und damit auch hoffentlich die Bedingungen da ja, gut sind.
Dann, Linus, nochmal herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg bei diesem Klassiker im Nachtslalom. Und wer weiß, vielleicht gibt es nach diesem dritten Weltcupsieg dann auch bald eine Medaille zu bejubeln. Linus, vielen Dank dir und viel Erfolg vor allem bei Olympia. Danke. Servus. Macht's gut.